Hauptdarstellerin Wiebske van Tonkeren auf ihrem täglichen Weg in die Arbeit. Hallo. Servus. Alles okay? Danke. Und dir? Alles, alles wunderbar. Immer fröhlich, immer, immer freundlich. Immer fröhlich, immer happy. Schöne Show, mein Tag fängt an, dass ich mich hier eintrage. Dass alle wissen, dass jeder da ist, um 7 mit der Liste gecheckt. Dann gehe ich über die Bühne zu meiner Garderobe. Dann mache ich mir selber einen Tee. Ich mache es mir gemütlich und dann gehe ich in die Maske, gehe ich mich schnäckeln. Seit ungefähr einem Jahr spielt die Holländerin das Ich in Rebecca. Zumindest hinter der Bühne herrscht noch Ordnung. Es ist wie im Kloster, weil an dieser Seite und auch noch drüben sind alle Mädchen und an der anderen Seite sind die Männer. Dass irgendwie nichts Schlimmes passieren kann und dass wir uns nicht halbnackt oder irgendwie antreffen. Auf geht's zur Bühne, denn die hat einiges zu bieten. Die Wendeltreppe versteckt sich in der 8 Meter tieferen Unterbühne. Nichts für Menschen mit Höhenangst. Aber ich muss sagen, das Gefühl jetzt ist nicht so angenehm, wenn man das so sieht. Schau, jetzt dreht sich denn. Ich habe das Vorteil, dass ich nur hier einsteigen muss, dass ich nur diesen Schritt machen muss und dann einfach ganz elegant nach unten spazieren. Das Orchester sitzt hier unten. Und eigentlich finde ich das jeden Abend viel gefährlicher, weil es sind viele Szenen, die sich irgendwie am Rand abspielen. Und dann sitzt da eine liebe Geigerin oder eine mit Trompete und dann habe ich immer Angst, dass ich selber oder dass irgendwie mein Requisiten mal runterfallen. Und das wäre natürlich nicht so gescheit. Die sitzen hier und in der Mitte hier sitzt natürlich immer der Dirigent. Jetzt ist Zeit, dich zu ziehen. Und er dürfte nicht mitkommen. Für die perfekte Verwandlung zum Ich fehlt noch das passende Make-up. Jetzt, ich bin immer zweimal in der Maske. Ich bin immer so eine Stunde vorher in der Maske, wo die Martina, meine Maskenbilderin, mir die heißen Wickel reingibt. Und dann lassen wir die ungefähr, wie lange lassen wir die in der Viertelstunde ja. So. Lassen wir die rein, dann, dass die Haare irgendwie schön eingedreht werden. Und so 10 Minuten vor Anfang, Viertelstunde vor Anfang, komme ich nochmal her und dann holt sie die raus und dann frisiert sie die Haare schön. Ja? Da ist jemand da. Hallo Kerstin, kann ich reinkommen? Marika? Bin ich alleine? Ja. Geht das? Reinkommen? Ja? Hier. Mir schon, Marika. Ja, ja, klar. Ja. Schau, und die sitzen hier zu zweit ganz gemütlich. Ja. Das ist ja hübsch gemacht. Ja. Weil das ist ja doch ein zweites Zuhause, ja nicht? Ja, genau. Wollen wir mal schauen bei der Männerabteilung, ob da noch Leute bereit sind? Sehr viel Spaß, aber um die Uhrzeit ziehen die sich nämlich die meisten wahrscheinlich gerade um. Oh! Hallo. Ja. Hallo, Schatzi. Grüß dich gut. Das ist jetzt die 7. Staffel Desperate Housewives, genau, ja. Genau. So, kurz vor der Vorstellung muss es jetzt schnell gehen. Und dann in 3 Minuten geht's los.